und hat eigene Ansätze. Zum Beispiel, dass dein Schwert, wenn du volles Leben hast, konnte er dein Schwert schießen in Zelda. Und in 3D Dot Game Heroes wird dein Schwert einfach gigantisch und schlägt über den kompletten Bildschirm. Und das kannst du auch noch ausbauen. Also mit dem Geld, was du findest, kannst du das in Breite und Länge und Stärke. Aber so wie du ein Leben verlierst, also nur einmal getroffen wirst, ist dein Schwert wieder klein. Und dann geht der Schwierigkeitsgrad auch extrem hoch. Generell ist das Spiel nicht einfach. Also davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Allein die Bosskämpfe sind sehr anspruchsvoll. Und auch wieder von den guten alten Zelda-Spielen inspiriert. Zum Beispiel das erste ist so eine Schlange, die du nur treffen kannst, wenn du den hinteren Teil schlägst. Was so ziemlich 1 zu 1 der Gegner ist, aus zum Beispiel Link's Awakening. Also da gibt es genug Alleinstellungsmerkmale, dass es eben nicht wirkt wie ein Rip-Off, sondern eher wie eine Hommage. Ja, wobei, wenn das Spiel einen dann doch sehr direkt mit zum Beispiel der Sie haben das Item gefunden, Fanfare, irgendwie darauf stößt, dass es dann doch sehr, sehr lastig ist, dann, ja, ich weiß nicht, kommt man da vielleicht doch nicht umherum, Ja, ab und zu denken, ah. also ich glaube, man muss auch das alte Zelda gespielt haben, um das so richtig zu genießen, weil du findest ja echt alles, was du in Zelda findest, findest du auch hier. Also du hast einen Bumerang, findest du eine Laterne, Bomben, Bogen. Was es in Zelda gibt, gibt es auch in 3D Dot Game Heroes. Allerdings gibt es in 3D Dot Game Heroes ein paar Sachen, die es in Zelda nicht gibt. Zum Beispiel eins der Features, die ich mit am interessantesten finde, der Charakterdesigner, der ja relativ umfangreich ist und so, dass man zum Beispiel auch seinen Charakter online stellen kann und den anderen Leuten zeigen kann und die sich den runterladen können und so. Es dauert ein ganz schönes Weilchen, wenn man sich das mal vornimmt, weil ein Sprite einfach nur zu designen ist die eine Sache, aber ein Sprite in 3D, gut, dann ist es kein Sprite mehr, aber es sieht halt noch so aus. Das ist schon ganz schön schwierig. Und dann hast du dieses Ding, was du ja auch nur in verschiedenen Positionen modellieren musst. Du hast einmal eine Standposition, dann eine Position fürs, das nennt sich Hooray, also wenn er ein Item findet oder sowas, also die Arme nach oben hebt oder so. Falls es denn überhaupt was ist, was Arme hat. Und dann gibt es noch die zwei Laufanimationen, zwei verschiedene und zwei Schlaganimationen. Also das dauert schon ein ganzes Weilchen. Ich habe eine Stunde gesessen, bestimmt an meinem ersten Helden. Aber allein was du schon für Auswahl hast vorher, also die Entwickler geben dir ja bestimmt, was weiß ich, wie viele sind, 40 oder so an Helden und teilweise auch total bekloppte Sachen, wie zum Beispiel eine Haifischflosse, die so über den Boden gleitet oder Santa Claus. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Was auch sehr schön ist, du kannst jedes Mal, wenn du dein Spiel fortsetzt, dir aussuchen, ob du mit einem neuen Helden spielen willst. Also bist nicht die ganze Zeit mit dem einen unterwegs. Okay. Wie ist das Spiel von der Struktur her aufgebaut? Gibt's so Quests oder treten irgendwelche Leute an dich ran mit hey, kannst du mal dies und das für mich machen oder sonst oder so? Oder ist es wirklich nur diese, ich sag jetzt mal Zelda Open World, die du erforschst, um letztendlich auf dein großes Ziel hinzusteuern und dass du von Dungeon zu Dungeon rennst und Monster XY platt machst? Ja, Wie ist das strukturiert? du hast das alles im Endeffekt. Du hast deine Hauptquest, diese Dungeons, die du abklapperst, um diese Orbs zu finden. Das Spiel sagt dir aber immer nur, also du hast eine Weltkarte und es zeigt dir, wo das Teil ist. Es sagt dir aber nicht, wie du da hinkommst. Und das spielt dann halt mit ein, dass Erkundung eine große Rolle spielt. Also du brauchst wirklich so ein bisschen den Erkundungsdrang, wenn du in ein Dorf gehst, auch wirklich mal mit allen zu sprechen. Dann findest du auch manchmal welche, die dir eine Quest geben. Die zum Beispiel, ja, ich eine getroffen, der hat gesagt, ihm ist langweilig, ich soll mal die zwei Tänzerinnen von einem anderen Dorf überreden, zu ihm zu kommen. Ansonsten, wenn du selbst nicht erkundest, findest du zum Beispiel auch nicht den Schmied oder die Händler oder sowas, wo du wirklich hin solltest. Also es wird sonst ziemlich schwer, das Spiel, wenn du dein Schwert nicht upgradest. Das klingt insgesamt doch nach einer lohnenden Erfahrung. Wie viele von drei Triforce-Stücken würdest du 3D Dot Game Heroes geben? Vier. 4 von 3, das ist ein Score, der sich durchaus sehen lassen kann, würde ich sagen.
Das war's auch schon wieder mit dem Random Encounter für diese Woche. Vergesst nicht, auf unserem Blog vorbeizuschauen und unsere Videos zu bewerten, zu kommentieren und unseren Kanal zu abonnieren. Für Leo und für mich, wir sagen ciao. Gute Reise. Ja, so, jetzt kommen nur noch 3D.GameHeroes. 3D.GameHeroes! Oh, 3D.GameHeroes. Bitte jetzt. Ja. Warte, ich muss mir eine Anmoderation überlegen. Wir machen so Texttafeln als Anmoderation. Das ist eine gute Idee. Warte mal, die Katze will raus.